Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem kleinen Informationsvideo, sage ich mal. Und zwar habe ich mich ganz schön erkältet und ich kann fast gar nicht aufnehmen, weil meine Nase zu ist, Halsschmerzen und so weiter. Deswegen, ja, wird nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen weniger rauskommen an Spielen, Let's Plays sozusagen. Ich habe jetzt noch 4 Folgen von The Evil Within mit heute. Und dann ist dieses Spiel leider vorbei. Ich finde es echt schade. Aber ja, ich habe mal eine Idee. Ich würde euch mal fragen, was ihr gerne danach haben wollt. Und zwar wollt ihr den ersten Teil von The Evil Within? Weil den will ich ja unbedingt auch noch spielen. Aber ich weiß nicht, ob nach dem zweiten Teil jetzt den ersten Teil, ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Oder Outlast, den ersten Teil. Da wollte ich nämlich die Outlast-Reihe auch spielen. Metro 2033 hätte ich noch. Obscure 2, da hatte ich ja den ersten Teil schon mal gespielt. Oder Resident Evil 7. Hatte ich ja auch schon mal angefangen, da ist mir ja der Spielstand leider kaputt gegangen. Genauso wie bei Obscure 2, da ist ja auch blöd gewesen. Da hatte ich nicht gespeichert, ist ja auch kaputt gegangen. Muss ich ja wieder von ganz vorne anfangen. Ja, die Spiele würde ich euch zur Wahl lassen. Ich würde jetzt hier in dem Video sozusagen eine kleine Umfrage machen. Und falls ihr noch ein Spiel habt, was vielleicht besser ist, was ihr vielleicht sehen wollt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben, würde ich sagen. Ja, ansonsten, Minecraft werde ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Meine Stimme ist zwar kaputt, aber okay. Und so ein kleines Horrorspiel werde ich auch aufnehmen. Da hat mir ja jemand wieder ein kleines Horrorspiel zugesteckt. Das werde ich dann auch mal jetzt spielen. Aber so ein großes Let's Play wollte ich halt mit vernünftiger Stimme und gesund anfangen, sage ich mal. Ja, und hier die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. Ja, da kommt heute auch die letzte Folge. Weiß ich nicht, ob ich das auch noch aufnehme. Weil ich finde das eigentlich voll cool, das Spiel. Und ich möchte eigentlich wissen, wie es da weitergeht. Auch wenn die Rätsel ziemlich schwer sind, muss ich sagen. Manchmal muss ich da echt nachgucken. Weil die Rätsel haben es in sich. Und da mussten wir jetzt noch diesen... Ach so, die Folge ist noch nicht raus. Falls ihr die nicht gesehen habt, wäre ja blöd, wenn ich jetzt spoiler. Auf jeden Fall müssen wir da noch ein bisschen was machen. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt um The Evil Within. Den zweiten Teil. Wenn der zu Ende ist, was spielen wir danach? Das ist die Frage eigentlich. Würde mich interessieren, worauf ihr wirklich Lust habt. Weil wenn ich jetzt eins spiele und ihr sagt, oh, jetzt eins nach zwei ist auch doof. Dann würde ich nämlich The Evil Within darauf folgend machen oder halt jetzt spielen. Also mir ist es egal. Ich habe voll Bock drauf eigentlich, aber ich richte mich da so ein bisschen nach euch. Gut, das war's eigentlich schon. Ihr wisst Bescheid. Achso, Hausflipper müsste ich auch aufnehmen. Kommt zwar nicht so gut bei euch an, aber mir macht das Spiel voll Spaß. Und da stört's dann auch keinen, wenn meine Stimme kaputt ist. Ja, das ist jetzt so eigentlich das, was jetzt diese Woche ansteht. Ja, ich sag mal tschüss, wa? Und ja, danke fürs Einschalten und guckt gerne weiter. Ich freue mich vor allem auf eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.